Mein Gott. Okay, ein Wunder, dass mein Spielstand überhaupt noch lädt. Ah, Gottes Namen ist das lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ja, ich warte mal bis zum nächsten Update, so gesagt, ne? Und ich höre das Knister. Das heißt, ein PC ist wieder kaputt. Ah, nice, ich muss ihn reparieren. Ach ja, selbst kannst du nicht reparieren. Ich war ja schon so weit gewesen, dass ich hier viele Menge Leute hatte. Oh, ich erinnere mich, dass ich mir sogar einen Hint gegeben habe, glaube ich. Ja, toll. Aber ich weiß sie nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Vertrag angenommen oder sonst einen Scheiß. Und ich weiß nicht mehr. Sehr gut. Na, auf jeden Fall, ja, es kommt. Habe ich eine Sie? Bestimmt, ne? Okay, habe ich noch gar nichts so gemacht. Ne? Geh mal hier auf Video starten. Hab ich, weiß gar nicht, ob ich eine Scheiß Sie habe. Ah, muss ich ja wahrscheinlich. 8, 2, 7. Ach so. Das ist nicht der PC. Da ist der PC. Oh Gott, ich habe sogar noch einen Scheiß-PC. 2K Auflösung. Was ist das denn? Das ist ja nur Doppel-HD. Deswegen heißt es auch 2K, aber ich habe das auch schon mal erklärt. Ausgabe, weil. Ach ja, automatisch. Titel des Videos, haben die es verkleinert? Oder was immer so? Keine Ahnung. Hab ich ne. Wie? Ja, hast du. Ja, ich habe eine Wii gekauft, sehr gut. Guck mal, scheiß Kalender, ich habe mich keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Keine Benachrichtigung, okay, nichts dergleichen und so weiter. Solange ich noch weiß, wie das Spiel funktioniert, dann ja, schon ein bisschen her. Ja, das große. Große. Was? Ich muss warten, sie. Hä? Was? Warum du warten? Wo ist eigentlich meine Frau zusammen bei dabei? Gemeinschaftsprojekt wieder aufnehmen. Du machst auch mal ein Video. Theoretisch müsste ich ja irgendwas vom PC machen, weil der die scheiße Konsole belegt ist. Und die können ja zurzeit nur eine Konsole bedienen. Also alle scheiße. Das will auch keiner spielen. Muss ich nur den neuesten Scheiß nehmen, sag ich ja, wie in der Realität. Aber wie gesagt, der nächste kommt das große Update raus von diesem Spiel. Und es ist der Musikchannel. Die beschreiben selbst als eigenes Spiel. Ich könnte am Beta-Programm teilnehmen, aber. Ich habe doch noch, solange ich noch diesen Spielstand hier nutze, zocken, bis der Arzt kommt. Ich könnte ja, wie gesagt, Beta machen und so gesagt einmal reinschnippern, aber erstmal will ich ja den Scheiß hier noch zu Ende machen. Ich glaube, das Endziel haben sie nicht verändert. Machen wir wieder aufnehmen. Also das Endspiel eben, dass du hier so gesagt, keine Ahnung, was habe ich hier, 1 Million ist ja schon die erste Sache, aber du sollst, glaube ich, irgendwie der beste YouTuber werden, der allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein bin ich auf Platz 1, PewDiePie ist keine Gefahr. Aber PewDiePie ist ja eh nicht auf Platz 1, sondern jemand anderer. Ich hoffe, die haben wenigstens noch die ganzen Bugs weggefixt, die wir... letztes Mal, vorletztes Mal, keine Ahnung, irgendwann hatten. Irgendwann. Singen, hier sieht es auch irgendwann. Eigentlich ist es fast egal, wie das Video nennt. Willst du die gehalten? Nein. Wofür habe ich mein Typ noch benutzt? Du musst auch irgendeinen Sinn gehabt haben, Typ. Außer dass du essen und so musstest einkaufen, aufrüsten. Geh mal einkaufen, wenn irgendein Rechner, der momentan nicht belegt ist. Ich wollte jetzt sagen, bin ich das? Ja, das bin ich. Okay. Mittlerweile haben sie ja auch irgendwie, glaube ich, Erfolge und diese komischen Karten eingefügt und so. Was ist der denn? Achso, ich sitze am Computer oder was? Hallo, wir sind also, der Computer ist mit einem. Ich bezahle das nicht, alles gut. So, was will er denn jetzt? Arbeiten? Hä? Wo bist du denn? Hallo? Achso. Geil, das Ausrufezeichen heißt es einfach stumpf. Dass er nicht da ist. Dass er Urlaub macht, keine Ahnung. Frei hat, etc., etc. Nee. Du sollst ihn nicht wegschubsen, ne? Hast du keinen eigenen Rechner? Ja, ich weiß, will ich ja auch. War oben nicht auch ein Kackrechner gewesen, vor allem die scheiß die scheiß Treppe, die muss doch irgendwo gewesen sein. Ach, oder. Ach, das haben die, glaube ich, umgeändert, oder? Warte, hier ist ein PC. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hä? Kann ich noch einen Mitarbeiter einstellen? Weiß ich gar nicht mehr. Oder haben sie es jetzt einfach umgeändert, dass es jetzt für so gesagt ein weniger hier ist? Na, das kann doch nicht angehen. Das wird ja gar nicht kompatibel mit den alten Spielständen sein. Ich habe keine Ahnung. Der ist fertig. Ja, sie ist fertig. Da gibt es das Video. Das haben sie nicht umgeändert. Oh, ich finde es toll. Ja. Personalität ist ja, wie gesagt, mit dem Spiel ja shit egal.
Ja, ist gut. Rasche mitgebracht. Super. Komm, wo bist du denn? Reden. Öffnen. Das macht er ja automatisch. Habe ich nicht schon alles eingekauft? Ja, ich habe irgendwie meine Patchnotes gelesen, dass sie hier irgendwie die Villa verbessert haben, so gesagt. Und die scheinen die das obere Stockwerk weggenommen zu haben. Netzwerk-Event, okay. Einladung, Netzwerk. Hallo, Gabi, bla bla bla. Präsentation, bla bla bla. Nintendo, ja, ich komme mit, ich muss das machen. Geldaufträge, mach ein Preview vom 12. Oktober. Ja, shit, hier war doch irgendwas. Was, hallo, ich bin ein Agent, deswegen brauchen sich da mit einem Preview vom Spiel. Heinus Bomb Squad, du machst Preview von Heinus Bomb Squad, warte. Also, ich bin gerade eingekauft. Nein, warte. Das Gaming-Video? Nein, ach ja, da macht er ein Video. Nein, du sollst kein Video machen. Die anderen sollen Videos machen, dafür sind die doch da. Oder macht die schon was? Nee, Carmen macht noch nichts. Video aufnehmen. Stimmt, ich pack dir eh alles wieder rum. Carmen Home Box Preview, Video starten. Irgendein Arbeitsplatz, der nicht belegt ist. Gibt aber noch viel zu patchen in diesem Spiel, aber es ist ja immer noch eine Hyper-Alpha, ne? Alpha, Beta, Gamma. Wie die auch die Titel kommen. Alpha, Beta, okay, das verstehe ich aber. Ist Gamma dann das fertige Spiel? Keine Ahnung. Ach, mir fällt ein. Geil, ich habe den Counter hier noch drin von meinem Videoprogramm. Wie viele Frames ich habe, das kann ich auch ausblenden. Das mache ich mal. Ja, das fällt mir gerade ein. Denke ran, was, dass irgendwas veröffentlicht wird. Okay. Das Ergebnis des Videos. Ja, auch gut, ihr seid alle gut. Super, super, super. Muss ich doch mal mit einmal mit euch reden oder so? Oder seid ihr immer freundlich? Ich glaube, das geht auch nur langsam runter, eben der, keine Ahnung, Arbeitsmoralbalken. Da siehst du, der ist voll. Präsentation auf Omega, das kommt bald. Die spielen oder haben sie eingereiht? Was ist das denn? Verpiss dich! Die müssen hier gerade aufnehmen. Ach, das ist ein PC-Spiel, geil. Oh, okay. Ganz gut. Ich liebe PC-Spiele. Dann hängen sie alle von ihren eigenen Rechner. Was? Hochgeladen? Achso, okay, dann macht der Rechner was. Ja, kauf ein, bitte. Haben die es auch irgendwie jetzt umgeändert mit diesen Aufrüsten oder muss man jetzt wieder an, immer noch an den PC gehen, wo man aufrüsten will? Bestimmt. Schweine. Amazing on. Gibt es hier irgendwas Tolles? Gott, dass es immer noch Spiele für die PlayStation 2 hier gibt. Als wenn es in Real Life immer noch Spiele für die PlayStation 2 geben würde. Die gab es ja. Okay. Die gab es ja so lange. Spiele für PlayStation 2. Da ich auch so. Gott, für das Spiel machen die immer noch was. Algami, ich bin Agent. Gameplay von Pixelated Outlaw Academy. Okay, das kriegen wir hin. Die haben die Geräusche umgeändert. Oh mein Gott, die haben die Geräusche umgeändert. Phänomenal. So, guck mal, die ist fertig. Das Ergebnis des Videos. 80. Yeah. Jetzt hypen wir das Spiel noch ein bisschen hoch. Du darfst davon dann gleich eben noch ein Video machen. Ach nee, gar nicht hier. Ich habe doch ein anderes Spiel bekommen. Nein, danke. Aber wie ist das Spiel? Ich mache ein Gameplay vor dem Pixelated Outlaw. Guck mal, da bist du wieder in der Reihe. Pixelated Outlaw. Pixelated Outlaw. Mach ein Video zur Pixelated. Wieder auf der Sie. Ein Gameplay. Geil, geil, geil. Ich frage mich, ob das auch so in der Realität ist bei den ganzen großen YouTubern. Geil, 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 dass die ganzen jetzt Geldaufträge kommen hier. Geld macht das, Geld macht dies. Ja, wenn ja, Gott, dann möchte ich gar kein großer werden. Nee, bleib ich immer so klein. Okay, dann muss ich nur so weitermachen, wie ich momentan mache. Ja. Was hast du eigentlich für Macken? Also, ich zeige das Ergebnis des Videos, hä? Warum machst du ein Ausrufezeichen? Rumbax? Keine Ahnung. Naja, wie sagt das? Boah, hier steht hier sogar DVD-ROM. Ich glaube, vorher stand da nur PC und CD-ROM oder irgendwie so. Boah, boah, boah. Wahnsinn. So, machen wir Gameplay. Wie gesagt, da hängen die ja zum Glück immer von ihren eigenen Rechnern. Ich weiß es nicht, welcher dein Rechner von den Dingern war, aber nimm den. Dann mach mal Spielen bis U-Tube heißt das ja hier. U-Tube voll ist. Manchmal denke ich ja sogar, so viel Scheiß-Con wieder hochgeladen wird. Okay. So viel Scheiß-Con wieder hochgeladen wird, muss ja irgendwann YouTube platzen, ey. Wie Terabyte, Gigabyte. Aber naja, es gehört YouTube. Da denkt man auch.
Oh, die haben genug Speicherplatz, da gibt es kein Ende. Hier, warte, da, das darauf will ich anklicken, genau. Oh, ich bin sogar die Nummer 1. Oh, hab ich gar nicht bemerkt. Stimmt, da gab es, glaube ich, die Präsentation oder irgendwie so, oder eine Veranstaltung, wo das Kackspiel abgestürzt ist. Auch das habe ich in den Patch Notes gelesen, dass sie das gefixt haben, eben den Fehler, dass es nicht funktionierte. Genau, mein Typen benutze ich eigentlich nur noch für rausgehen, einkaufen etc. und so, weil. Lass die Mitarbeiter machen. Na, haben die hier auch irgendwas verändert? Los, bitte überrasch mich. Ja, Überraschung gelungen. Okay, es geht doch weiter. Ah, das, was in den Spielen noch ein bisschen kommen soll, ne, das ist ja auch noch ein bisschen was. Deswegen sage ich, das ist eigentlich auch noch Alpha. Aber wenigstens, okay, auch die haben es geschafft, das Spiel ein bisschen zu zerstören. Also selbst zu zerstören, eben mit den einen Updates, die kamen, wo das ganze Spiel so gut wie nicht mehr funktioniert hat, weil alles nur noch verbuggt war. Aber das haben sie ja schnell gefixt, zum Glück. Wenn man jetzt das gute Negativbeispiel sieht von Pokémon Go, der Hype-Train ist ja schon lange, lange abgefahren. Die haben sie ja wirklich selbst zerstört, ey Gott. Also haben die ein Feature rausgenommen, selbst wenn das Feature nicht so gut geklappt haben, was so gesagt das einzige Gameplay noch, was in diesem verfuckten Spiel war. Dann sagen sie, oh, schon nur 10% und da kommt. Was? Hello, I'm Daniel, I'm a salespeople von Nintendo. Okay, also sieht scheiße aus und zweitens, okay. Was habe ich denn gerade gesagt? Kochen. Ach, doch, genau, Kochen wird auch noch kommen. Musik ist ja auf jeden Fall das nächste, was kommt. Wie gesagt, die beschreiben das als ein einzelnes neues Spiel. Lifestyle muss dann ja noch kommen. Wenn ich sie eingemacht habe, dann muss ich auch kommen. Naja, außer sie ändern es um, ne? Mode. Okay, siehst du, Mode gibt es auch. Hallo, siehst du, fährst viele verschiedene Spiele an sich. Obwohl das ja wahrscheinlich genauso abläuft wie bei dem Teil hier. Vermute ich mal ganz stark. Musik. Ja, genau, Musik kommt als nächstes. Carmen? Ich wollte sagen, das ist doch meine. Feuern! Das ist doch meine. Ja, genau, Carmen. Oh nein, Carmen! Ich muss mit dir reden, aber ich kann nicht mit dir reden. Doch, doch, ich kann sogar mit dir reden hier. Sehr gut, dann können wir den Arbeitsbereich ein bisschen nach oben kriegen. Ja, wie gesagt, Pokémon Go, erstmal haben die ja, als einziges Feature rausgeschubst, dann haben sie zwar gesagt, dass nur 10% eben der Features drin sind, aber irgendwie kommen die nicht zu Potte bis heute nicht. Jetzt patchen die momentan das Spiel kaputt, dann haben sie die ganzen Root-Leute ausgesperrt, ey. Also die Leute eben mit einer modifizierten Software oder mit Root-Rechten. Also weil sie gleich jeden als Hacker dann abgestempelt haben. Sagen, oh, der hackt dann automatisch. Und haben sie auch extrem viele Leute ausgesperrt. Nur natürlich extrem viele Leute gebannt, die keinen Cheating gemacht haben, sondern das Spiel einfach nur übertrieben viel gespielt haben. Alles dumm. Und deswegen ist der Hype-Train gecrasht. Ist ja so, aber die Hype Trains fahren ja sowieso nie lange. Irgendwann ist immer Schluss mit den Hype Trains. Es gab ja auch mal den Hype Train von dem Spiel hier. Nein, nicht wirklich. Es haben zwar alle zum Zeitpunkt dann Let's Play, so wie immer, das Übliche, aber momentan ist eher Ruhe. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt, wenn das Musikupdate kommt, wenn jetzt wieder alle aufspringen, dann. YouTuber live wieder rausgekramt, hat ja vorher auch gut funktioniert. Und der machen wir jetzt eben den Musikchannel. Lustigerweise habe ich das auch geplant, aber erst wenn ich das hier fertig habe. Aber ich bin ja, glaube ich, nicht mehr allzu weit weg davon, ne? Ich habe so viel Geld, ich weiß nicht mehr hin, wohin damit. Ich habe verdammt viele Abonnenten. Ich glaube, du musst, du glaube ich, einfach das Ski gewesen. Ich glaube, du musst bestimmte Geldsumme haben, ne? Ja, ich glaube, ja, 40 Millionen oder so. Oh, ich bin ja schon knapp dran. Ich habe gar keine Lust mehr mit Carmen zu reden, aber ich muss das Scheißding hochkriegen. Und außerdem, ihr wisst ja, die Zeit steht still. Auf jeden Fall hier. Kam auf jeden Fall immer so vor. Kann auch sein, dass sie geändert haben. Das patcht ja gern viel, ne? Ja, genau, so fühle ich mich auch momentan. Theoretisch bin ich wie immer müde. Es ist spät, 9:30 mittlerweile oder so. Ja, reguläres Arbeiten ist wieder dran. Juhu, juhu. Und morgen darf ich auch wieder die Welt erkunden. Ja, ich darf die Gegend fahren. Und bestimmte Dienstleistungen verrichten. Ich sag lieber nicht genau, was das ist. Na, sieht er mich noch? Nein, 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 sieht er mich nicht. Aber wir wollen ja nicht zu viel Real-Life spoilern hier, ne? Ihr wisst ja schon genug. Ihr wisst schon genug.
wird eh nie sowas haben wie ein Stock oder so. Sag ja. Ich bin mehr oder weniger auch ein bisschen zu froh. Ein bisschen froh, dass ich nicht riesengroß bin, sondern dass ich ein kleiner bin. Ein bisschen größer, sag ich ja, kannst du doch werden, aber. Mal gucken, ob ich irgendwann mein Ziel erreiche. Irgendwann meiner Meinung nach mein Ziel erreiche. Mein Ziel ist ja, ihr wisst ja. Einfach nur, dass ich dann Konversationen habe unter meinen Videos. Ich könnte den Kram auch ein bisschen beschleunigen, wie das übliche im Eigenwerbung und so, aber muss ich nicht unbedingt machen. Da kommt oder kommt nicht und what the fuck. Okay, wo sind die Geräusche? Die sind weggepatcht. Komm jetzt bei diesem Update. Und wann kommt das nächste Update? Übermorgen. Also wisst ihr, wer hier heute ist. Ja, ja, vielen Dank. Ich habe auch ein Preview gemacht. Da verbleibende Zeit. Bestimmt, weil das noch aus irgendeinem alten Update kommt oder so. Würde mich nicht wundern. Würde mich nicht wundern, wenn das so wäre. Er tanzt wieder rum. Zum Glück haben sie den Tanzpack auch weggemacht. Ihr könnt euch ja noch erinnern, ich vorletzten Episode, glaube ich, da haben sie die ganze Zeit rumgetanzt. Ja, das war auch ein schwerwiegender Bug. Welchen Arbeitsplatz nimmst du denn? Ich muss mal irgendwie mal upgraden hier. Da geht doch nicht. Ich habe 15 fucking Millionen und ich habe Scheißdrecks-Piss-Rechner. Pisse aus meinen Rechner. Na, ja, mein armer Rechner hier, den ich habe, der darf auch die ganze Zeit rendern und rendern und rendern und rendern und dann ist so eine scheiß AMD-CPU drin und die einfach nur knallheiß wird. Achso, okay, den haben sie jetzt. Ist das der Kühlschrank? Nee, das ist Klamotten. Das ist der Kühlschrank. Okay, den haben sie ja scheiße hingepflanzt, das muss ich aber echt sagen. Aber von der Übersichtlichkeit, ja, haben sie schon verbessert, auch wenn sie. Ja, Geschäft? Achso, dann geht's automatisch auf die Seite. Reparieren. Willst du ihn einfach selbst reparieren? Nein, machst du es lieber nicht. Ich geh jetzt kaputt. Ich wollte sagen, ja, stimmt. Dieses letzte Level ähnelt sich ja den Level, glaube ich, hier. Ja, das heißt einfach nur, die waren unzufrieden mit den zwei Stockwerken. Frage mich, ob sie dann das dritte Level auch verändert haben. Was war ja auch an sich mit zwei Stockwerken. So, ich glaube, sind alle PCs hier. Nein, der nicht. Ah, okay. Das, guck mal, das Automat ist jetzt auch noch aufrüsten. Na, nee, das war auch vor gewesen. Das ruft dann automatisch eben die Seite hier auf, die, da, PC World. Muss ich immer noch alles nach und nach kaufen? Ah, wie scheint, das haben sie immer auch noch nicht umgekehrt. It's not a bug, it's a feature. Yeah, genau wie, warte. Das müsste auch gleich wieder kommen. Jo. Dein Warenkorb ist voll. Ja, scheiß drauf kaufen. Auswählen. Jetzt muss ich mal warten, bis die Kacke ankommt. Software. Aha, Handys sind jetzt hier drin, ne? Okay, wahrscheinlich, weil die einfach übersprungen hat oder so. Okay, wir kaufen gleich das Samsung Galaxy, beziehungsweise Samsung Galaxy. Gab's das vorher auch? Keine Ahnung. So, was wollt ihr mir sagen? Ach ja, eine Ausrufezeichen wollt ihr mir jetzt sagen, dass ihr fertig seid. Zeig mir das Videos. Ist doll, du wirst gelevelt, ich kriege Geld. Ich krieg Geld. Also nicht wundern, wenn diese Episode nicht so lang wird, weil ich einfach nur scheiße müde bin und mich noch überrungen habe, dieses Video hier aufzunehmen. Ja, aber kann ja nicht wieder alle Pakete auf einmal öffnen. Achso, das ist die scheiß Lavalampe. So, in der Zeit, wo ich das öffne, warte, hier kamen. Mach mal ein Video wieder von dem Spiel hier. Noch wollen die sehen, guck mal, das ist hochgehypt. Ist das der PC? Kannst haben. Was der Beste? Nein, das kann bitte nicht sein. Leben nicht. Hype Train. Wo fährt er als nächstes hin? Seine Ziele sind untergründlich. Der Hype Train. So, du komischer Typ, der scheiße aussieht, aber gute Videos machen kann. Nimm mal bitte nicht mit Facecam auf, das will doch keiner sehen. So, machen wir nochmal ein Gameplay. Und dann, obwohl jeder andere, jeder. Ich hab gerade den Satzbau nicht hin. Jeder das Spiel zwar spielt, aber ja, jetzt sind ja so gesagt getrennt, macht einer dann eine Review. Der theoretisch eigentlich keine Ahnung haben würde, weil er nur einen Part gemacht hat oder so. Richtig stumpf. Stumpfsinn. Ja, ich habe, wenn man auch gelegentlich mal, nicht Jugendliche, sondern Kinder zuhört, wie die reden und so weiter, denkst du, oh Gott,
hat sich echt nicht verändert. Du hast ja damals auch so bescheuert gesprochen. Und wenn die Let's Plays machen, dann reden die genauso. Und denk mal so, okay. Ja, da schreibt man am Anfang so eine Tone. Nee, warte. Ich versuche es nachzufinden, das ist mittlerweile schwer, weil er ein bisschen älter geworden ist. Habustili. Ba. Wahnsinn. Ah, es gibt keinen Sinn. Das ist jetzt zu Spack vor mir. So, ihr macht Videos, ich öffne ein Paket. Ja. Oh nein, darf nicht schlafen. Wenn ich schläfe, geht die Zeit immer so schnell. Kauf ein Spiel. Ja, sag ich ja, die zählt ja nicht. Aber obwohl ich die gemacht habe, du Arsch. Ich habe ein Gameplay gemacht, ich habe ein Preview gemacht. Nicht nur eins, also ein Nintendo 7. Ja, ich habe eine Überraschung mitgebracht. Danke. Kann ich erst mit dem anderen Paket öffnen? Halt die Schnauze. Wie bist du eigentlich, dass du dich die ganze Zeit unterhalten willst? Dann gehe ich jetzt zu irgendeinem PC, du Nervbolzen. Deshalb kriege ich hier Strafe. Ah, da war die finanzierte Expedition zu alt. Ach, 100.000. 16.000? Achso. Eigentlich das Millionen. Ja, auf jeden Fall 100.000 braucht man. Okay, und dann kommt das letzte Level. Aber kann ich hier nicht nur einen einstellen? Ich sehe aber keinen Platz für einen. Oh, doch, da natürlich ist ein leerer Raum. Ist noch Platz für einen. Stimmt, habe ich dann nicht noch einen? Warte, guck mal, der. Ach, halt die Schnauze. Habe ich nicht noch einen gehabt? Ich muss mal nachgucken. Doch hier, der. Ah, genau. Meine Klammer aus. Ich will ihn einstellen. Ich will ihn einstellen. Also deswegen geht er mir auf den Keks. Weil ich ihn schon relativ hoch hatte. Aber dafür muss ich natürlich jetzt warten. Was ist denn hier schon wieder? Das ist ja kein Gebot. Hallo, Kami, mein ganzes Netzwerk. Wir brauchen ihn ja mit Review. Ich würde gerne, aber irgendwie reagiert der ja Mutant überhaupt nicht hier. Wenn ich. Ja, habe ich gemacht, aber er zielt nicht ab. Der Arsch! Ich mache das ja sofort. Also ja, ich würde gerne, aber nein, das Spiel spackt rum. Also nein. Mit dem Update wird alles besser. Mit dem Update wird alles besser. Wie gesagt, übermorgen ist soweit. Jetzt gibt es Videos. Haben toll gemacht. Wie der Computer arbeitet. Aber das vorher nicht irgendwie gesehen? Nein, du nervst. Du hast schon volle Power. Ah, zeig mir, gibt es Videos? Ah, reicht. So, dann kannst auch einer hier das, einer kann eine Review schon machen. Was ist der für Probleme? Ach so, ja, Level. Da war ja was. Das Spiel hier. Dann machen wir eine Review. Nimm den Super-PC, ist der Super-PC? Nein, ist er theoretisch nicht. Ah, das ist der andere 70, okay. Dann grade ich einfach einen anderen PC ab. Alles, was mir gerade im Kopf ist, super rumschwirrt. Super-PC. So, dann reste daneben den auf hier. Ich muss alle PCs aufrüsten. Alle PCs aufrüsten auf diesem Planeten. Oh, Mann. Das kann ich angehen, die sind alle belegt. Haben die irgendwas umgeändert? Warte, dein PC gewartet, bla bla bla, Video bearbeiten so schlecht. Nee, das haben sie auch nicht umgeändert. Das ist immer noch wie damals. Ganz damals. Und da geht gerade eine Spinne die Wand hoch bei mir. Ist das toll. Na, zum Glück nicht. Baumelt die sich nicht irgendwie runter in meinen Kopf oder so, also an meinen Kopf, genau vor die Augen. Ja, das ist so richtig eklig. Scheiß Spinne. Warum möchte ich so eklig sein, Spinnen? Zum Homs dreht um Monitor besser als drei Bildschirme. Muss ich nicht verstehen. Hat er vielleicht eine hohe Auflösung? Ja, hat er wahrscheinlich, aber trotzdem gibt es keinen Sinn. Ja, ich weiß. Am besten sage ich jetzt auch einfach, ich höre gleich auf mit Aufnehmen, ich bin schon müde. Ja, bin ich ja außerdem auch und ich will auch theoretisch aufhören, aber gerade dann, wenn ich das sage, dann hört es niemals auf. Okay, ich habe das. Also. Hä? Ich hab den Laden verlassen? Nein, danke. Hä, was? Kam es gerade von ihr? Ich bin doch keine Frau. Hä? Ah! Das Spiel fuckt mich gerade ab. Magma Glühlampen. Stimmt ja. Ich kann ja selbst auch noch Videos machen. Warte, wollen wir es wagen? Wollen wir mal wieder ein eigenes Video machen? Weil es schon so lange her ist. Warte, wir sagen jetzt mal unseren Typen wieder, dass sie was sagen wollen. Machen sollen. Wie immer. Mache. Das. Ach ja, das Review ist bald fertig.
glaube, ich habe genug Gamecubes aufgenommen. Jetzt könnt ihr, glaube ich, mittlerweile Walkthroughs machen. Trau dich! Auch wenn das Video bestimmt richtig scheiße wird. Ich glaube, für einen Walkthrough muss man noch mehr Aufnahmen machen. Trau dich. Das ist ein super Name. Come on, sie ist schon fertig. Ey, sie ist weg. Toll. Arbeiten dein Zuhause. Ja, man konnte ja arbeiten. Also, Geld verdienen. Aber das braucht man ja eigentlich überhaupt nicht, ey. Jetzt, wenn man so hoch ist, die läppischen Jobs, die man hier hat. Mach noch einen Walkthrough, ich glaube, das wird nichts, ey. Nur Scheiße. Der ist hier. Zeig ihm das Videos. Und schlägt ein wieder Bombe. Na, haben sie den Bug hier auch mittlerweile gefixt? Den. Irgendwie laufen die mittlerweile auf der Stelle, Bug. Ja. Mann. Das hört doch niemals auf mit den Bugs hier. So, dann gehen wir schlafen, fries was und dann werde ich zum Abschluss dieses Parts, dieses grandiosen Parts, dieses übermüdeten Parts, ich hasse übermüdete Parts, ein eigenes Video aufnehmen. Ist auch schon so lange her, ey. Was ist deine Lavalampe? Ich habe ja keine Lavalampe bestellt. War bestimmt wieder du. Du. Kannst du nur. Habe ich irgendwie ein Video, was in. Spiel, was ich momentan aufnehmen würde, ne, hab ich nicht. Ich kaufe mal ein und dann sei die Erste. Oder machen Unboxing oder so. Halt die Schnauze, du nervst. Kann eh noch nichts machen bei dir, also. Das Geld geht aber so schnell. Musst du auf Klo? Ach nee, der geht wieder auf der Stelle. Mann, warum muss das Spiel so verpackt sein? Wie viele Leute sitzen da dran? 4 Leute? 3 Leute? Ach, nicht upgraden. Ich will jetzt mal ein scheiß PC-Spiel kaufen. Amazing on. PC-Spiel. Irgendein Spiel. Komm mal her. Fußball mag jeder. Ich mag zwar keinen Fußball. Also jetzt in Real Life. Aber kaufen wir, denn jeder will Fußball sehen. Wir gehen nur noch der Masse. Yeah! Ja, das war ein Auftrag. Jetzt gibt es wie. Wow. What the fuck. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Walkthrough machen kann. Ich glaube, ich habe jetzt den einen Typen das schon gesagt und den anderen Typen auch. Machen Unboxing hier. Ich glaube, jetzt kommt dann automatisch bestimmt. Wer will dafür eine Unboxing sehen? Das Video schon, das Spiel ist doch schon so alt. Da will ich mal die Box sehen. Du Wichser. Alte Scheiße ausbacken. Nein. Ich glaube, selbst den Bug haben sie, glaube ich, noch nicht gefixt. Ich will es nicht ausprobieren, weil ich gerade sowieso in der Aufnahme bin. Ah, dass man Minus-Abonnenten kriegt, wenn man jemandem hilft. Das ist so dumm. Ja, genau. Video erstellen. Steht einfach nur auf der Stelle rum. Ja, gut. Das ist sowas von ein Zeichen, dass ich nach diesen Videogeschnitten aufhöre. Okay, das scheinen sie nicht umgeändert zu haben. Und selbst das hatte noch hier gespeichert, dass ich so gesagt viele Sachen schon vorher gemacht habe. Nur hier zum Beispiel nicht, ne? Hier kommt wieder, du hast eine Tracht Prügel bekommen. Jetzt nehme ich einfach mal das da. Weil theoretisch passt das und... Warte, dann können wir auch wieder den Bug ausprobieren. Ich liebe Bugs. Weil Speedruns sind die ja sehr common, die... Na, Glitches, die benutzen. Aber natürlich gibt es auch Glitchless Speedruns, ne? Wo sie die extra nicht benutzen. Ne, so wie bei diesen ganzen Pokémon-Challenge und so weiter. Machst du dir selbst Regeln eben, damit das Spiel schwieriger machst. Und nur du selbst musst dich an die Regeln halten. Niemand sagt, dass du dich an die Regeln hältst, aber du hältst dich an die Regeln. Du hast deine Hallaufbau bewältigt. Professioneller Kommentar. Passt so gut. Lustiger Kommentar, weil der Button der gleiche ist. Wir können immer das Doppelte haben. Was? Du hast in der letzten Minute ins Spiel. Was? Du bist in der letzten Minute zurück ins Spiel gekommen. Ratschlag? Mit rückischem Blick. Nochmal beim Ratschlag, auch wenn das nur einen bringt. Und Handlungswechsel. Ich habe nur noch Übergangsschwarze. Aber jetzt ein Übergangsschwarze ist sauer. Ich bin sauer! So, welcher Teil war das? Hallo, mir. Duel. Nein. Ich schnauze, wir können Duel machen. Haben sie den Bug immer noch nicht gefixt? 9? War das Ding hier? Bestimmt, ne?
Achso, da war es 16. Nein, der Bug wurde immer noch nicht gefixt. Heilige Scheiße. Das hätte ich echt gedacht, dass sie mittlerweile den uralten Bug gefixt haben. Hat euch denn noch niemand gesagt, dass es ein großer Bug ist eigentlich? Theoretisch. Muss man doch fixen. Hm. Wenn sie nicht fixen, ist es so. Und ich habe hier Scheiße gemacht. Scheiße geschnitten, Scheiße gemacht. Da gibt es Minuspunkte. Klare Minuspunkte. Ach ja, ich kann ja noch die Dinger hier reinpacken. Ja, wir brauchen mehr Videoschnitt. Mehr Videoschnitt. Theoretisch bräuchte ich meinen Dingen auch mehr Videoschnitt. Aber mir Videoschnitt passt da meistens nicht rein. Dazu. Okay. Haha, ist klar. Ihr liebt es, mich zu sehen, wie ich alte Scheiße auch auspacke. Dann laden wir auch den Müll. Frage ist, warte ich jetzt noch so lange, bis die Scheiße fertig ist? Oder mache ich sie vor Neustart dabei? Ich weiß immer noch nicht. Selbst das werden die bestimmt nicht umgeändert haben, dass er dann einige Sachen vergisst, wenn ich jetzt einfach aus dem Spiel rausgehe. Hört auf der Stelle zu gehen, hört auf so verbuggt zu sein. Auf der Stelle. Warum geht ihr immer auf der Stelle? Auf der Stelle, auf der Stelle. Warum können wir keine Thumbnails nehmen, die sich bewegen? Das wäre lustig. Ja. Mich kommt dieses Feature noch. Damals konnte man sich ja auch Avatare hochladen, die sich bewegt haben. Damals. Ich glaube, heute geht das immer noch. Ich habe auf jeden Fall mal einen Kanalbanner gesehen, was sich bewegt. Da dachte ich auch so, hä? Wie hat denn das gemacht? Ja, ja, kommst du mit. Ich komm mit. Ich muss die ja auch abholen, die Idiot. Zum Event gehen. Gut, dann machen wir jetzt das noch. Ich gehe schön auf der Stelle. Vielleicht reloadet ihr euch auch ein bisschen wieder danach. Und danach mache ich Ende. Vielleicht gibt es... Ach ja doch, es gibt eine Endfrequenz mittlerweile für das Spiel. Oh, sehr toll. Sehr nice. Hallo, wir haben uns lange nicht gesprochen. Wie wäre es mit... Interview. Mit instant leidenschaftlichen Kuss. Alles umgeändert? Warum solltet ihr? Kein Problem. Ein Foto machen. Selbst im beschissenen Kino. Es hängt immer sowas. Es kommen ja auch immer die großen Stars vorbei. Wie ich. Stell dich mal vor, in der Realität einfach, ey. Einfach überall diese scheiß Pose-Dinger, dass du dich hinposieren kannst. Dann, ich bin der Coolste. Yeah, yeah, yeah. Abonnenten, Digga, Abonnenten. Auch wenn ihr mich eigentlich nie die Videos sieht oder hört. Ja, Abonnenten. Ich habe Abonnenten und ich kriege das Geld. Wo hab ich mich immer hingesetzt damals? Theoretisch scheißegal. Kinos haben die bestimmt auch nicht umgekehrt. Warum sollten die? Das war ja auch an sich, naja, nicht perfekt, aber eben. Na, okay. Wie schön ich die Kamera bewegen kann. Ah, die Kamera sitzt fest, die Kamera sitzt fest. Kann man nicht auch irgendwie das Ding drehen? Ja, komm mal. Hui. Kann trotzdem nicht mehr vom Filz sehen. Ich will mal sehen, was da läuft. Und die können sie einfach unterhalten. Aber dann kannst du ja jetzt sagen, ich verschwinde. Ich habe keine Lust mehr auf Kino, ich gehe jetzt. Und sei nicht eingeschnappt. Frau. So, habt ihr euch wieder beruhigt? Yeah. Na. Los, geh einfach mal nach da. Sie ja, er nicht. okay, doch. Ach nee, sie ja, er nicht. Gut, das ist ein Zeichen, dass ich ins Bett gehe. Gute Nacht, Leute. Ich gehe ins Bett, ich bin müde, ich bin kopf. Ich bewerte auch gerne immer meine Folgen. Bewertung, ich bin zu müde. lebt wohl, bis zur nächsten Episode. Und dann kommt das, also ist das neue Update raus. Das heißt, in fast jeden Part, eigentlich mittlerweile, außer die ersten vier Parts, glaube ich, gab es jedes Mal ein Update. Das heißt, ihr habt jedes Mal immer irgendeinen Unterschied gesehen und so weiter. Boah, im ersten Part waren noch diese ganz alten Dings hier, diese ganz alten Buttons und so weiter. Boah, oh Gott, ey. Das und dies.